Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggnodum, zu einem neuen Netztest. Ja, wir spielen hier im Nintendo Switch NES-Modus. Ja, da gibt es so eine Sache, wo man Nintendo Entertainment System Spiele spielen kann. Und wir spielen heute Super Mario Bros. 3. Wir testen das mal an hier in der Nintendo Switch Edition und ja, schauen wir mal rein, was das Spiel so bringt und was das hier auf der Switch neu aufgelegt so tut. Es hat jetzt tatsächlich noch keinen Sound im Startmenü, aber das bekommt gleich Sound, wenn wir hier auf One Player Game klicken und ja, losstarten das Abenteuer. Das dritte Abenteuer von Super Mario Bros. 1988 für das Nintendo Entertainment System erschienen. Jo, auf geht's. So sieht's aus. In World 1. In World 1 sind wir. Und da sind wir gleich schon auf der wunderhübschen Map. Und legen los mit Level 1. Welt 1, Level 1. Ja, lang kein Super Mario Let's Play mehr gemacht. Da bin ich gerade super über den ersten Gumball drüber gesprungen. Ja. Lange nicht mehr Mario gespielt. Lange nichts mehr Mario-mäßiges auf meinem Kanal gekommen. Jetzt können wir auch mal so ein Projekt auf meinem Kanal bringen. Ist jetzt natürlich ziemlich retro. Ich hätte jetzt auch Super Mario Odyssey oder Super Mario Bros. U Deluxe spielen können. Aber heute als kleiner Let's Test hier mal Super Mario Bros. 3. Das gute alte NES-Spiel. Tja, Retro-Spiele sind nicht für jeden was, aber ja, ich find's toll. Und deshalb mache ich's. Ich muss auch hier ein bisschen aufpassen. Mein Skill in Mario ist bekanntlich nicht der beste. Oh, jetzt haben wir hier den Tanuki. Das ist jetzt hier. Das ist die Neuigkeit, die in Super Mario in Bros. 3 eingeführt wurde. In den Nummer 1 und Nummer 2 gab es das noch nicht. Und das hier wirkt so ein kleines bisschen Flappy Bird mäßig. Das ist also, das will man natürlich nicht damit vergleichen, aber ja, schon ein wenig. So, dann kommen wir durchs Ziel. So sieht das Ziel in Super Mario Bros. 3 aus. Großartig. Und dann geht's direkt weiter in Super Mario Bros. 3 World 1 Level 2. Yo. Tanuki. Der Tanuki, der ist hier wirklich neu gewesen. Eine ganz neue Sache in Super Mario. Super Mario Bros. 2 hieß, glaube ich, in Deutschland gar nicht so. Also, das waren, glaube ich, die Lost Levels. Ja. Formulierungsprobleme habe ich heute auch. Das ist ja großartig. So. Na komm, kommst nicht runter durch. Sehr schade. Oh, Gumba. Ich glaube, mit irgendeiner Taste, ja, mit X. Mit X kann ich auch mit dem Schweif wedeln. Ja gut, das hat sich jetzt. Da haben wir verkackt. Oh, und ich kann schon rutschen. Das ist gut. Notenblöcke. Ich würde gerade drauf rumhupsen. Die Notenblöcke. Oh, ein Stern. Ein Power Star. Jetzt kann mich kein Goomba mehr verletzen. Oder doch. Die Paragumbas, die fliegen auch in der Luft herum. Machen mir das Leben schwer. Gut. Level 3. Es geht voran. Ich denke, ich werde jetzt hier versuchen mal... Oh, ein Bumerang, Bruder. Ich werde versuchen mal das erste Level, also die erste Welt hier zu schaffen. Das ist jetzt hier mein Ziel. Die erste Welt irgendwie hinzubekommen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ja.
Vorhaben ist die erste Welt. Muss man mal gucken, wie lang der Skill reicht. Die zweite Welt werden wir nicht mehr schaffen, zeitlich. Oha. Bumerang, Bruder. Und da ist der erste. Erster Verlust in diesem Spiel. Das erste Mal tot. Ich weiß nicht, hat man hier mehr Leben? Nein, ich habe hier 3 Leben. Ja, ich glaube, das ist 1 mehr. 4 hatten wir, glaube ich, am Anfang. Das ist dann 1 mehr als in Super Mario Bros. 1. Super Mario Bros. 1, das war ja ziemlich, also jetzt in Welt 1 noch nicht so sehr, aber dann später, das war jetzt ein Geheimblock erwischt. Das war dann später jetzt nicht. Ja, die ersten, ich wusste gerade nicht, wie ich es ausdrücken soll. Die ersten Super Mario Bros. Spiele, die sind jetzt, ich sag's mal so, nicht für kleine Kinder. Das ist jetzt nicht Kleinkindkost. Das erste Super Mario Bros., das war gerade zum Ende hin etwas schwierig. Das war noch zu NES-Zeiten ein bisschen komplizierter ausgelegt. Pick a box, its contents will help you on your way. Aha. Eine Box auswählen. Ich nehme die in der Mitte. Goldene Mitte. Eine Feuerblume. Sehr großartig. Der Sound natürlich noch in NES-Zeiten entsprechend ziemlich piepsig und ja. Aber gehört halt dazu. Das ist halt, damals gab es noch keine orchestrale Musik. Das ist jetzt hier die originale NES-Musik. Und wenn ich das richtig sehe, oh, zweiter Death. Aber wir haben scheinbar irgendwo ein Leben bekommen. Es gestaltet sich hier nicht halb so schwer wie der erste Teil für den NES. So. Ich habe tatsächlich ein Plakat davon bei mir im Zimmer hängen. Im Wohnzimmer. Ich kann es euch gerade nicht zeigen, aber ja. Leute, die meine Vlogs gucken, der F3. Leute, die meine Videos schon länger verfolgen, wissen das. Ist ja auch ein großartiges Spiel. Ein Meilenstein. Für Nintendo. Na, der erste Teil war natürlich erst recht Meilenstein, aber Teil 3. Ja, mit dem Tanuki und so weiter. In den ersten 2-3 Teilen wurde halt vieles eingeführt, was dann später den Grundstein legte für, ja, für Super Mario Odyssey und F4. Für die Spiele, die wir heute so kennen, die Kinder heute so auf der Nintendo Switch und auf der Wii U, auf der Wii, auf dem 3DS, auf dem DS und, ja, muss ich weiter zurückgehen, die auf den Konsolen heutzutage und früher gespielt wurden. Ja, ein Stück Geschichte. Und was hier gerade gespielt wird. Nee, aufgelegt für die Switch. Oh. Ja, den haben wir verpasst. Ein Scrolling-Level. Da kenne ich ja jemanden, der Scrolling-Level liebt. Kommt hier noch was? Ja, da kommt noch was. Puh, das ist jetzt aber hier schon. Kann man sehr leicht runterfallen. Ups. Na toll. Mich selbst gekillt. In die Röhre hätte ich, glaube ich, gemusst. Ja, nicht sterben, Mario. Einen Versuch hast du noch, dann ist Game Over. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen peinlich. Aber ist halt, ja, mein Skill in Super Mario. Willkommen zurück zu Super Mario auf Zwangfrist LP. Das ist, ja, war noch nie sonderlich von Skill gekrönt.
war bisher mehr Glück als Können. Wie man so gut sagt, ich habe Luck, kein Skill. Jo. Zu viel Glück. Zack. Oha, das war Glück. Da hätte ich fast hier. Da hätte Mario fast das Zeitliche gesegnet. Das ist mein letztes Leben hier. Pass auf, was du tust, Mario. So rein da. Und am Ziel. Und schnell rein da. Den Bumerang-Bruder lass mal links liegen. So, und dann geht's weiter. Ein Toadhaus. Line up the pictures and get a prize. You only get one try. Ach du Scheiße. Roulette. Und. Nein. Schon verkackt. ja. Dazu so viel. Ein Turm. Lava-Festung. Eine Festung noch nicht, nur Turm. Aber mal schauen wir, ob wir hier nicht sterben. Aufpassen. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Münzen und dann haben wir es. Ja gut. Das war wohl nix. Oh wei. Ein Feuerkreis. Puh. Das geht jetzt hier schon ein bisschen höher her. Oha, ja genau das. Game over. Continue. Fangen wir wieder ganz von vorne an. Oha, ja. Gut. Wieder bei Welt 1. 1. Level 1, Welt 1. Ja, das ist halt so. Da muss man halt die Welt von vorne anfangen. Bei den ganz alten Spielen, auch bei den neueren Spielen. Ich glaube, bei New Super Mario Bros. War das, glaube ich, auch noch so. Ist das bei New Super Mario Bros. U Deluxe auch so? Ist das? Ich glaube, dass das auch so. Nur, ich glaube, bei den ganz neuen Spielen wurde das abgeschafft. Dass du dass da nicht mehr an den Anfang zurück musst. Also, das ist eigentlich Standard Mario. Normalerweise. Wenn du Game Over gehst, musst du. Also im ersten Super Mario war das, musstest du sofort zurück. Ganz am Anfang, also wenn du in Welt 8 im Schloss Game Over geworden bist, dann war es vorbei mit dir, dann bist du. Dann durftest du wieder in Welt 1, Level 1 starten. Deshalb war das Spiel ein bisschen fies und gemein und. Ja. Und hier hast du, glaube ich, die Chance, wenn du in Welt. Wenn du in Welt 2 oder 3 oder Welt 8 verloren gehst, wenn du da Game Over gehst, hast du zumindest noch die Möglichkeit, in der Welt, wo du aufgehört hast, weiterzumachen. Wenn ich das richtig sehe. Wir sind hier momentan nur in Welt 1. Wir sind auch nicht in Welt 2 gekommen, aber ja. Ich glaube, man hat die Möglichkeit, dann von der Welt wieder vom Anfang aus zu starten. Das ist halbwegs human. Muss man sich halt ein bisschen anstrengen, dass man nicht im Schloss der Welt, der jeweiligen Welt, sterben geht. Da sind wir noch gar nicht gestorben. Gut. Die Levels kennt ihr ja jetzt schon. Ich würde mal sagen, dann schneide ich euch das mal schnell zusammen. Dann müsst ihr euch ja nicht zweimal geben. Ich muss es mir zweimal geben. Das ist jetzt mein persönliches Pech. Das ist. Ja, das. Okay, da geht's nicht rein. Das ist jetzt, ja, habe ich mir selbst verursacht. Da müsst ihr jetzt nicht drunter leiden. So kleiner Schnitt und dann sehen wir uns im Turm wieder. Ja, genau. Ja, wie gesagt, kleiner Schnitt.
Gut, sind wir wieder hier. Mit einem Leben, also mit zwei Leben. Ach du Schande. Ja gut. Das kann ja was werden. Ich hatte eigentlich vor, heute noch wenigstens den Turm hier zu schaffen. Also eigentlich hatte ich vor, die Welt zu schaffen. Aber ja gut, je nach Skill jetzt hier. Weiß man ja, wie es ist. Kann ja nur so viel spielen, wie es mir mein Skill erlaubt. Huh. Ganz böse. Ein Pilz in die falsche Richtung. Knochentrocken. Oha. Na komm. Oh wei. Oha. Das haben wir doch mit Bravour geschafft bisher. So. Schon das Ende. Schon der Bowser. Bum bum. Puh, okay. Ein bisschen Anstrengung. Schaffen wir das. Ein bisschen Contenance. Ach du Scheiße, das kann doch nicht. So knapp. Na komm, vielleicht kriegen wir das jetzt hin. Na komm. Ja. Nein. Ja gut. Also weiter. Na komm, das kriegen wir hin. Anstrengung. Ich mach das jetzt nicht nochmal. So, wenn wir jetzt verkacken, war's das jetzt. Das ist also... Tut mir dann schrecklich leid. Ach, warum sausen die auch immer in die andere Richtung ab? Tut mir dann schrecklich leid, aber... Ja, die Level... Die 4-5 Level, die wir da haben, muss ich jetzt nicht nochmal machen. Nee, wirklich nicht. So viel will ich dann auch nicht rausschneiden müssen. Schon genug rausgeschnitten. Ja gut. Ich würde gerade sagen, streng dich an, Zwergi. Game over. Ja gut, da haben wir, da habt ihr es gesehen. Den Gegner haben wir schon gesehen, also den Boss im Turm. Ja, na gut, dann lassen wir es jetzt fürs Let's Test gut sein. Also für ein Let's Play würde ich jetzt sagen, mach das nochmal, dann hau ich da nochmal rein, dann machst das offscreen noch ein bisschen. Ansonsten. Ja, jetzt fürs Let's Test muss das erstmal reichen hier. Hab da einen kleinen Schnupperkurs, ein kleines. Haben wir kurz mal reingeguckt hier in Super Mario Bros. 3 für den NES auf der Switch. Ja, das gibt's hier nochmal mit Zwei-Player-Game. Ja, haben wir jetzt. Ich habe jetzt gerade hier keinen zweiten Spielapparat, aber theoretisch wird das auch gehen. Gut, na dann. Daumen nach oben sollt euch Let's Test Super Mario Bros. 3 bei Zwergenfurst LP gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid und kein weiteres Let's Test oder kein weiteres Video auf meinem Kanal verpassen wollt. Ja. Ansonsten sieht man sich in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder und ja, habt einen angenehmen, fröstlichen Tag und haut darin. Ciao, ciao.